Ich möchte Sie alle recht herzlich willkommen heißen zur heutigen Pressekonferenz der Nachbetrachtung zur Partie Buchloe gegen Moosburg. Ich darf beide Trainer willkommen heißen, das wäre zu meiner Linken auf Gästeseite Bernhard Engelbrecht und Christopher Lerchner zu meiner Rechten auf Buchloe Seite. Herr Engelbrecht, Glückwunsch zum Auswärtssieg. Danke. War ein, denke ich, immens wichtiger Sieg für euch nach zuletzt fünf Spielen war es, glaube ich, in Folge. Oder vier Spiele in Folge ohne Sieg, indem ihr ja auch durchaus perfekt in die Runde gestartet seid. Ihr wart die erste Mannschaft, die uns jetzt in dieser Runde schlagen konntet. Bitte ein kurzes Fazit, wie es dazu in den vorangegangenen 60 Minuten gekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben erstens jeder hat gefightet bis zum Schluss. Ja. Natürlich passieren immer ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fehler, aber ich glaube, wir waren heute kompakter, sind da im eigenen Drittel besser gestanden und haben zum entscheidenden Zeitpunkt immer wieder Tore geschossen. Und natürlich war dann im zweiten Drittel mal der Doppelschlag, wo ich dann eine Auszeit genommen habe. Da war Buchloe ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Und dann haben wir uns wieder gefangen und haben da sehr gut gespielt und ich glaube auch zum Schluss verdient gewonnen. So sagen. Danke für das Fazit. Ja, Christopher, uns nach 7-7 jetzt zum ersten Mal auch erwischt. Leider im Heimspiel, also ausgerechnet in unserem Blaulicht-Heimspiel. Ja, auch von dir hätte ich gerne eine Einschätzung zum gesehenen Spiel heute. Ja. Guten Abend zusammen und Glückwunsch an Moosburg nochmal zu sehen. Ja, ich denke, wir haben echt gut angefangen, die ersten Minuten gleich gut Druck gemacht und das erste Tor geschossen. Und dann haben wir, ja, dann kam so ein bisschen ein Knick in unser Spiel. Sind dann ein bisschen zu passiv geworden und das hat gerade die erste Reihe von denen halt dann knallhart bestraft. Wenn man denen zu viel Zeit gibt, dann können die halt verdammt gut eisige spielen und nutzen dann auch ihre Gelegenheiten. Nichtsdestotrotz, 1-2 am ersten Drittel war gar nichts passiert. Wollten das Spiel eigentlich dann so schnell wie es geht wieder drehen in unsere Richtung und schießen dann die zwei Tore. Das war dann top, aber ja, leider kamen die auch genauso schnell dann wieder zurück und das war halt ein bisschen der Knackpunkt dann. Es wird dann schon schwierig, das nochmal zu drehen und wie es der Coach von Ihnen schon gesagt hat, die haben halt auch zum richtigen Zeitpunkt dann die Tore geschossen. Das haben wir in den ersten Spielen ein bisschen auf unserer Seite gehabt, heute war es eher andersrum. Hatten dann auch nicht wirklich das Scheibenglück da im zweiten Drittel, wo lag's im Hammer auf der Linie rum am Pfosten und so. Ja, und die haben ihre Chancen, die Konter, was wir ihnen gegeben haben halt dann wirklich klasse ausgespielt und die Dinger, ja, eiskalt verwertet. Und ja, dann hat uns auch ein bisschen die Kraft heute vielleicht auch gefehlt, da nochmal zurückzukommen. Ich meine, die haben viel dann mit zwei Reihen gespielt, oder denen die erste Reihe hat viel gespielt, aber wir konnten einfach auch nicht gleich dagegen setzen, weil das hätten wir von der Kraft nicht durchgehalten mit den vielen angeschlagenen Spielern, die wir drin hatten. Von dem her, es war schade, es waren genügend Gelegenheiten da, das Spiel dann nochmal zu drehen, aber ja, so läuft es dann halt mal. Ja, ich habe es gerade angesprochen, Big Points für euch, wenn man heute die anderen Ergebnisse, durchaus überraschende dabei, sich betrachtet. Kempten verliert zu Hause gegen Dingolfing 4-6. Vielleicht das interessanteste Spiel für euch, Haßfurt gegen Ulm, 3-2 nach Penalty für Haßfurt. Das ist ja so mit der engste Konkurrent momentan. Ja, Kempten auch, genau. Kempten noch weniger wie Ulm eigentlich. Okay, genau. Kempten kommt jetzt am Sonntag, glaube ich, zu euch. Ihr seid jetzt wieder mitten im Geschäft, oder? Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir am Sonntag auch für die hohe Niederlage dort revanchieren. Und das wäre der Fight über 60 Minuten, aber ich glaube, wir sind gut gerüstet und da werden wir alles geben. Und alle, die uns abgeschrieben haben, die werden wir schauen. Das ist definitiv. Für uns geht der Weg am Sonntag nach Ulm. Dort haben wir die einzige Auswärtsniederlage bisher kassiert. Was stimmt dich positiv, jetzt auch vielleicht dahingehend, dass du gerade die Kraftfrage, ein paar angeschlagene, vielleicht auch erkrankte Spieler im Team, angesprochen hast, dass wir gegen eine recht kompakte, zu Hause recht heimstarke Ulmer Mannschaft am Sonntag vielleicht die nächsten Punkte dennoch wieder einfahren können. Das ist ein neues Spiel. Ich glaube, die Jungs erholen sich gut bis Sonntag. Wir fahren da natürlich hin, um das Spiel zu gewinnen.
Und wir werden jetzt da nicht groß anfangen, an uns zu zweifeln. Wir wissen, was wir können, aber wir wissen auch, dass die anderen Mannschaften gut sind. Wir haben Moosburg definitiv nicht abgeschrieben gehabt. Das wäre eminent wichtig gewesen, den Abstand nochmal zu vergrößern heute. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber jetzt müssen wir volle Konzentration dann auf Sonntag legen, dass wir da die nächsten Punkte einfahren und weiter vorne bleiben. Alles klar. Ja, ich denke, auch wenn heute die erste Heimniederlage bzw. die erste Niederlage in der Aufstiegsrunde zu Buche steht, hoffe ich dennoch ein gelungener Abend. Ich denke, es war wirklich schön zu sehen, einige Leute in den Uniformen heute. THW war mit einigen Leuten vertreten, die Feuerwehr. War schön, dass die Jungs und Mädels unserer Einladung gefolgt sind. Wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen auch in den kommenden Spielen nochmal sehen würden. Ein paar haben wir ja noch vor der Brust, vielleicht ein paar mehr, wenn es gut läuft. Ja, also danke dafür, dass heute Abend so zahlreich auch die freiwilligen Helfer der Einsatzkräfte da vor Ort waren und unserer Einladung gefolgt sind. Und ja, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Den Gästen eine gute Heimreise, okay. Alles Gute für die restlichen Spiele. Auch für euch, und meine habt ihr einen guten Vorsprung. Ich gehe mal davon aus, dass Buchlöwe das locker schon. Alles klar, danke. Christopher. Dir und deinen Jungs am Sonntag auch viel Glück in Ulm, hoffentlich wieder mit etwas mehr Kraft und Power. Alles klar. ja, genau. Mit möglichst viel Unterstützung, das wäre das Nächste. Und allerspätestens sehen wir uns dann in einer Woche wieder hier zum Derby gegen Kempten. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende Ihnen allen und danke fürs Kommen.